Ida Adventskalender. Corona Weihnachtsmärchen. Haben Sie forschen ja auch vor allem zur Entwicklung der Viren in der Gruppe der Kinder. Was passiert mit den Schulen, wenn Omikron so viel ansteckender ist? Die Maßnahmen, die wir gegen die anderen Varianten haben, die helfen auch gegen Omikron. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder verdeutlichen. Auch wenn dieses Virus ansteckender ist, hat es immer noch den gleichen Übertragungsweg. Und wir wissen aber auch, dass Masken davor schützen, dass es schützt eben, wenn man lüftet, das Test, Trace, Isolate, also dass man eben testet, dass man infiziert in Isolation schickt, dass man Kontaktpersonen zumindest in eine reduzierte Quarantäne schickt. Die Maßnahmen, die gegen die anderen Varianten an den Schulen geholfen hat, wenn man sie denn umgesetzt hat, die werden auch weiterhin helfen. Die geben natürlich keine absolute Sicherheit, aber wenn man Infektionsfälle an der Schule reduzieren will, dann kann man das mit diesen Maßnahmen machen. Ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Und es gibt ja auch einen Impfstoff jetzt für Kinder. Also ab 5 Jahren können die Kinder sich ja auch impfen lassen. Damit wird man eben auch Krankheitsfälle bei den Kindern verhindern, die selten sind, die selten zu schweren Erkrankungen führen. Aber auch da ist es eben so, wenn sehr, sehr viele Kinder in sehr kurzer Zeit erkranken, dann wird es natürlich in den Kliniken, werden eben diese Kinder auch zu einer großen Gesamtzahl sozusagen auflaufen. Und das ist ja im Endeffekt das Problem. Sondern in den Kliniken geht es eben darum, wie viele Patienten müssen zu einem Zeitpunkt X eben gleichzeitig versorgt werden. So, natürlich sollte man die Kinder schützen. Also es ist immer noch ein neues Virus. Wir wissen immer noch nicht viel über die Langzeitfolgen. Und natürlich wollen wir die Kinder schützen davor. Mhm. Also selbst wenn es nur seltene Nebenwirkungen, seltene Folgeerkrankungen oder seltene Komplikationen gibt, dann muss man die den Kindern natürlich verhindern.